Okay, wir sind ganze 2 Meter gefahren und haben gesehen, dass wir heute Nacht nicht gesehen haben, dass hier eine Kaki-Plantage ist. Zumindest sieht es von hier aus, als wenn das Kakis sind. Und ich habe Philipp jetzt geschickt, der soll meine ernten. Boah, wie süß! Aber sieh, die ganzen Großen sind hier und das werde ich jetzt bis hier hinflitzen müssen. Wie schön! Wir sind am Mittelmeer. Da oben ist eine Mine. Guten Morgen. Es ist schon relativ spät. Wir haben bis um 10 geschlafen und das war echt angenehm. Philipp ist gerade draußen Eichhörnchen fotografieren. Ich hoffe, er kommt bald wieder. Wir wollen nämlich jetzt auch frühstücken. Und wir stehen an einem wunderschönen See. Hier steht noch ein anderer Camper, der stand gestern schon, habe ich ja auch schon erzählt. Da haben wir aber, glaube ich, noch niemanden gesehen irgendwie, der da rauskam oder so. Den Schlafplatz zeigen wir euch gleich. Auf jeden Fall ist es hier echt schön. Die Sonne ist auch schon aufgegangen. Das ist eine Milch, aber die ist noch zu. Die ist zu. Tür zu. Darf ich die wieder hinstellen? Auf jeden Fall ist die Sonne aber noch nicht bis zu unserem Auto vorgedrungen. Es fehlt noch ein Meter oder so. Ich hoffe, die kommt jetzt schnell hier noch rum. Wir haben die Standheizung auch gerade an. Es war sehr kalt heute Nacht, was aber auch daran lag, dass, also für mich, dass meine Decke verschwunden ist. Zum Frühstück dann, okay? Später, ja? Soll ich die hier oben behalten? Okay, die warten hier. Meine Decke hat sich in ihrem Bettbezug zusammengewurstelt und dann lag ich nur noch unter einer Kuscheldecke und dann war es natürlich klar, dass ich hier gefroren habe. Aber ansonsten war es schön. Ich finde den Stellplatz auch sehr, sehr schön. Also, was man auch gestern Abend noch so gesehen hat. Und ihr könnt jetzt auch gleich den See mal bewundern und alles. Ich gebe Philipp die Kamera nach draußen, wenn der Kaffeewasser kocht. Und dann könnt ihr euch das hier draußen mal anschauen. Und wir werden dann auch demnächst erstmal frühstücken. Da ist ein Hund! Karl, da draußen ist ein Hund. Guck, da. Gehört er zu wem? Mal gucken. Vielleicht zu dem Camper. Ach, hier oben steht ein Auto. Ach so. Das ist schon auf dem Straßenhund gehofft. Ja, den hätten wir mitgenommen. Nein. Hund. So, jetzt seht ihr auch mal unseren Schlafplatz. Also, hier steht übrigens nochmal der andere Camper, jetzt auch nochmal in der Sonne. Seht ihr den? Und ja, hier dahinter ist so ein kleiner Wald. Die Talsperre oder der See, dann ist dort auf jeden Fall eine Brücke. Und dort ist eine Brücke, die war heute Nacht auch beleuchtet. Genau. Es ist auf jeden Fall echt schön. Hier stehen ja jetzt Autos und hier hinten ist vorhin auch noch ein Auto lang gefahren. Weiß nicht, was die hier machen, ob die jetzt wandern gehen oder so. Genau, und wir haben uns halt hier einfach hingestellt. Und ja, genau. Ich mache jetzt noch ein paar Fotos vom Bus hier vom See. Und dann mal gucken, was wir machen in der Sonne. Es ist so angenehm warm. Ich habe jetzt hier meine Jacke zwar noch an, aber offen. Ich habe drunter einen Pullover, wobei der ist dreiviertel ärmlich. Okay, wir sind ganze 2 Meter gefahren und haben gesehen, dass wir heute Nacht nicht gesehen haben, dass hier eine Kaki-Plantage ist. Zumindest sieht es von hier aus, als wenn das Kakis sind. Oha, wie krass sieht das denn bitte aus? Und ich habe Philipp jetzt geschickt, der soll meine ernten. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Ich hoffe, er kommt dahin. Und ich hoffe, er kriegt keinen Ärger. Und ich hoffe, es sind wirklich Kakis, wenn wir das ziemlich krass. Es ist Dezember und dann würde ich jetzt auch verstehen, warum bei uns immer im Winter gerade es so viele Kakis zum Beispiel gibt. Weil die ja hier im Winter gerade
fertig sind sozusagen, ne? Warum die so günstig sind und so, weil die halt einfach an Bäumen wachsen und es davon so ultra viele gibt. Ich hoffe, Philipp holt nicht nur eine. Der rennt. Er ist gerade irgendwie übers Tor geklettert. Boah, wie cool. Ja, und das ist so auch das, worauf ich gehofft hatte, so Obstplantagen. Wir waren ja auch in der Schweiz im Sommer, da waren so Marillenplantagen, das sah auch echt cool aus, da hätte man auch einfach von der Straße sich was pflücken können und so. Da waren so viele. Ich hoffe, er hat nicht nur eine gepflückt. Ja, genau, wir gucken gleich mal, was der Philipp mitgebracht hat. Und dann fahren wir ans Mittelmeer. Und zwar fahren wir jetzt, also es ist nur noch eine Dreiviertelstunde bis zum Mittelmeer oder nicht mal eine halbe Stunde. Und dann fahren wir am Mittelmeer entlang zu unserem Ziel sozusagen. Und wenn wir da heute nicht hinkommen, dann ist es auch nicht schlimm. Aber es ist eine ganz, ganz steile, befahrbare Brücke. Sind das? Nur kleine. Boah, wie süß. Aber sieh, die ganzen Großen sind hier und das werde ich jetzt bis hierhin flitzen müssen. Wie schön. Danke. Hattest du Angst? Ja. Oh, wie cool. Wie schmeckt man, weil hier liegt eine angefressen, ne? Da hat einmal reingebissen und dann fallen gelassen. Als ob, das war bestimmt ein Tier. Ja, auf jeden Fall wäre das so eine ganz, ganz steile, befahrbare Brücke, so ungefähr. Gehen wir von aus und das wäre natürlich sehr cool, wenn wir die dann auch fahren könnten, aber da müssen wir erstmal hinkommen. Also wir sehen, glaube ich, gerade alle beide zum ersten Mal in unserem Leben das Mittelmeer. Ja. Der Karl sieht es nicht, weil er schläft. Ich hoffe, ihr seht es auch gleich. Es ist, also wir fahren jetzt ein ganzes Stück halt parallel zum Mittelmeer, aber wir nähern uns immer weiter. Einer spanischen Mautstation. Gibt es auch Klassifizierungen oder? Weiß ich nicht. Danke, was kriege ich? 14 Euro. Hier. 5. Und 10. Ja, Kategorie 1. Jetzt ist unser Ticket oder ist es von dem anderen? Weiß ich nicht. Nö, der hat 5,45 Euro bezahlt. Lange nicht mehr gefilmt. Wir sind am Mittelmeer. Also wie gesagt, Bilder blende ich jetzt ein. Und wir sind hier in einem Nationalpark. Ich kann ja eben mal währenddessen noch ein bisschen rumschwenken. Die Sonne ist jetzt halt leider schon weg. Aber als die Sonne noch da war, war es super warm, angenehm und schön. Und es waren so um die 20 Grad, also in der Sonne hat man auch problemlos einfach nur mit T-Shirt existieren können. Philipp ist gerade ein Stückchen hier den Berg runtergegangen. Da sind solche Minen, Ockerminen oder sowas. Gibt es das? Ockerminen? Die Schilder waren alle auf Englisch, ich weiß nicht mehr so ganz, aber ich glaube Ockerminen. Genau, auf jeden Fall ist Philipp da Bilder machen. Oh, Hanna ist jetzt nicht mitgekommen, aber... Also nicht hier, wo ich jetzt bin, weil hier ging es nochmal so einen kleinen Pfad runter zu irgendwie
ehemaligen Häuser. Hier sieht man auch noch so ein bisschen Überbleibsel von einer Familie, die hier eine, so wie ich es verstanden habe, eine Ockermine betrieben hat. Also quasi diesen Grundstoff für Farben haben die hier abgebaut. Das ist irgendwie so Lehm ja, vermischt mit irgendwie Eisenoxid oder so, also so, Rost, also so Rostfarben ist das ja, also sieht man ja hier auch an den Steinen überall. Und genau, das haben die wohl hier abgebaut. Man hat auch von oben so eine Mine, ach, da oben ist eine Mine. Da. Genau. Und das haben sie hier eben abgebaut. Und die haben dann wohl auch entsprechend nebenan direkt gewohnt. Und da unten sieht man auch nochmal so ein Haus, da gehe ich eventuell, wenn ich es zeitlich schaffe, wenn es jetzt nicht ewig dauert, da auch gleich nochmal hin. Genau. Und ja, Hannah ist jetzt oben geblieben, eben weil wir den Kleinen im Kinderwagen haben. Weil wir beide nicht damit gerechnet haben, dass es hier auch noch abseits der Wege wohl lang geht. Weil eben alle Leute nur mit dem Kinderwagen ankamen. Und deswegen haben wir halt auch den Kinderwagen uns geschnappt und nicht unseren Tragesitz. Ja, und deswegen ist sie jetzt eben oben geblieben. Ich wollte nur noch schnell hier runter, weil ich dachte, vielleicht kann man ein paar Fotos machen oder so. Ich glaube, an diesen Minen kommt man nicht dran. Aber zumindest an diese Häuser soll man wohl ein bisschen rankommen. Das schaue ich jetzt mal. Genau, hier sind jetzt entsprechend die Ruinen sozusagen, oder die Überbleibsel der Häuser von den Minenarbeitern, von dieser Familie. Und hier unten ist auch direkt das Meer, also ganz nah jetzt. Genau, wie viele Leute das jetzt waren, kann ich genau sagen. Was muss wohl halt alles eine Familie gewesen sein. Und inklusive noch deren Arbeiter. Ich denke, die hatten Angestellte oder so, so stand das da. Ja. Schauen wir, wo es jetzt hier noch lang geht. Ich glaube, man kann hier noch so ein bisschen weiter runter gehen. So sieht es zumindest hier aus. Ich beeile mich mal ein bisschen, dass Hannah nicht so lange alleine ist mit dem Car. Oder auch nicht. Auf jeden Fall sieht das alles ziemlich cool aus. Vielleicht ist das Zeug da noch Überbleibsel von diesem Ocker-Grundstoff sozusagen. Hier sind auch Zeichnungen. Also es kann auch sein, dass es hinterher gemacht wurde. Das denke ich mal fast bei diesem Männlein da jetzt. Ja, wobei halt an sich Ocker schon ein Grundstoff oder ein Grundstoff für die so eine Ockerfarbe, eine entsprechende Farbe ist oder die Ockerfarbe ist. Und auch halt damals schon war. Und wir waren hier an so einem Leuchtturm, wo man dann ganz weit aufs Mittelmeer blicken konnte. Vielleicht sieht man hier vorne auch gleich nochmal das Mittelmeer. Wenn ja, zeige ich es euch. Genau, und wir haben dann vorhin, also wir haben hier wo geparkt auf einem kostenlosen Parkplatz. Hier ist übrigens das Mittelmeer da vorne. Da. Ja, wir haben auf einem kostenlosen Parkplatz geparkt, haben dort was zum Mittag gegessen, nämlich Brot. Wir wollen heute Abend wieder kochen. Ich habe mich auch schon mal so ein bisschen auf Stellplatzsuche begeben. Wir nutzen tatsächlich jetzt hier in Spanien eigentlich nur die App Park4Night. Also trotz, dass wir im Ausland sind, ist es mir tatsächlich gerade noch ein bisschen unangenehm, einfach weiter zu vloggen, wenn hier Leute kommen. Wobei die mich ja auch nicht verstehen können. Auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Park4Night benutzen wir hier eigentlich fast nur für die Stellplatzsuche. Und in der Schweiz haben wir alle unsere Stellplätze noch selbst gesucht. Das war zum Teil echt cool. Ich glaube, wir haben halt auch Stellplätze gefunden, die wir halt
mit der App nicht gefunden hätten. Aber es war auch sehr aufwendig und man war sich halt immer mal nicht sicher und so. Und wenn man dann halt aber weiß, da hat schon jemand anders gestanden und wurde nicht weggeschickt, das ist halt auch nochmal, ja, nochmal was anderes eben. Und auf jeden Fall, was wollte ich noch sagen, ist es jetzt auch so, dass wir meistens unseren Stellplatz einnehmen, wenn es schon dunkel ist. Und im Dunkeln ist die Stellplatzsuche natürlich echt nicht so einfach. Deswegen hilft uns die App da schon sehr. Übrigens, wenn Philipp kommt, dann kommt er von da hinten irgendwo. Und dann muss er hier noch rum. Aber auf jeden Fall da hinten, wo man den Weg halt, also wo der Weg dann da um diese Kuppe geht, da dürfte er herkommen. Ja, also ist die App schon eine große Hilfe und ich habe mich auch schon ein bisschen auf Stellplatzsuche begeben. Ihr seht jetzt hier, ich kann dann mal zum Licht gehen, unser Abendbrot. Es gibt Nudeln mit einer grünen Soße und Mais. Hier sieht die gar nicht so grün aus, sie ist aber sehr grün. Auf jeden Fall, ja, aber sowas von beim Karl. Okay, ist das Licht auch nicht so gut. Auf jeden Fall ist das eine Gemüsesoße, also beziehungsweise eigentlich so eine Gemüsesuppe. So eine Tütensuppe, dann haben wir da so haltbare... Ich weiß, ich habe hier extra Besseln. Haltbare Kochsahne ran und Wasser und halt zwei kleine Dosen Mais. Und jetzt gibt es hier noch Kinderputsch. Den hatten wir uns eigentlich für Weihnachten mitgenommen, haben wir aber zu Weihnachten vergessen. Deswegen gibt es den jetzt.